Herzlich willkommen beim Robin Hood Versand. Mein Name ist Ulrich Beer und wir haben ein paar schöne Sachen für Sie hier zusammengestellt und die möchte ich Ihnen präsentieren als Geschenke, zum Beispiel jetzt zu den anstehenden Festtagen. Vor allen Dingen so ein paar Sprüchekarten habe ich rausgesucht und da haben wir unseren Renner seit Jahren. Einmal täglich zum Beispiel. Diese tolle Dose enthält 365 Karten mit zum Teil recht nachdenklichen Sprüchen. Die sind aber alle immer irgendwie nett grafisch gestaltet. Das Leben ist ungewiss. Ein beruhigender Gedanke. Man muss über die meisten Sprüche ein bisschen nachdenken, aber dazu hat man ja in der Vorweihnachtszeit, wo es ein bisschen besinnlicher zugeht, vielleicht sogar Zeit. Wer sich selber kitzelt, kann lachen, wann er will. Das ist doch was. So, 365 Sprüche, also für jeden Tag des kommenden Jahres kann man sich einen Spruch auswählen und für 15,95 sind das weniger als 2 Cent pro Spruch. Das ist doch was. Wer mit weniger gute Laune Sprüchen auskommt, für den gibt es dieses Döschen, gute Laune für jeden Tag, enthält 100 Sprüchekarten. Wenn man für jeden Tag einen Gute-Laune-Spruch verbraucht, kommt man damit 3 Monate hin. Das ist weniger, aber dafür ist diese Dose auch günstiger als einmal täglich, nämlich für 9,95. Und die Sprüche sind alle auf schönen Kärtchen, runden Kärtchen gedruckt. Das Lachen ist ein leichtes, silbernes Glöckchen, das uns ein guter Engel mit auf den Lebensweg gegeben hat. Von Josef Roth. Lauter nette, schöne Sprüche. Wenn ein Lächeln fehlt, wem ein Lächeln fehlt, dem fehlt ein Flügel. Von Truman Capote. Ja, also 100 Wohlfühlsprüche in dieser interessant gestalteten Dose für 9,95. Und dann habe ich noch was von einer Kollegin aus der Akademie Remscheid, Heike Haker. Sie ist dort häufig Gastdozentin und ihre schön gestalteten Lebensweisheiten sind etwas teurer, aber sind so richtig was für Optimisten oder etwas zum Mut machen. Um meine Zukunft zu gestalten, brauche ich eine Vision, zum Beispiel. Was zählt, ist nicht, wie ungeheuer die Aufgabe, sondern wie groß unser Mut ist. Ja, diese, ich glaube, sind 80 Karten, genau, kosten 18 Euro in diesem schönen Klappschachtel, quadratische Kärtchen. Ich habe dann noch ein paar weitere quadratische Kärtchen, aber da sind keine Sprüche drauf, sondern Personen abgebildet, und zwar Karikaturen, Zeichnungen von Loriot. Und das ist ein Legespiel. Sie kennen das, man muss zusammengehörige Karten aneinanderlegen. Und zum Beispiel, also das klappt auch. Das wird jetzt schon mal schwierig, das geht nicht. Und das geht auch nicht. Und so schon gar nicht. Na, da muss man halt suchen.
bis man dann eine Anlegemöglichkeit findet und zum Schluss entsteht ein wunderschönes Muster in der Spielrunde auf dem Tisch mit lauter Karikaturen von Loriot. Das Legespiel kostet 9,99 €. Auch ein Spiel mit kleinen Karten, eigentlich eine Art Memo-Spiel, also so ein Gedächtnisspiel, wo man immer zwei zusammengehörige Pärchen aufdecken muss. Aber das ist ein ganz raffiniertes für Jugendliche und für Erwachsene mit Redensarten. Und diese Redensarten sind nicht doppelt drauf gedruckt, sondern einmal als Spruch und einmal als dazu umgesetzte Zeichnung, als kleine Karikatur. Ins Gras beißen, ins Gras beißen. Also das kann man als Pärchen dann zusammen aufdecken. Oder ein weiteres Beispiel, jemanden einen Bären aufbinden. Und da haben wir den aufgebundenen Bären. Und diese Karten, je nachdem, wie viel man also auslegt und zum Umdecken einlädt, je nachdem, wie viele man also wählt, wird das Spiel natürlich schwieriger oder man kann es auch leichter machen. Das ganze Teil kostet in diesem sehr stabilen, tollen Karton 19,95 €. Die Wände haben Ohren, Redensarten und ihre Herkunft wird dann in dem Büchlein auch nochmal ganz toll erläutert. Und dann gibt es noch etwas, wo wir schon die Unisex-Tarife der Versicherungen, die ab 21. Dezember abgeschlossen werden, realisiert haben, nämlich die Losbox Glückslose für ihn für 8,88 € und die Losbox Glückslose für sie auch für 8,88 €. Was will man mehr? Und da sind lauter Lose enthalten mit lauter kleinen, netten Aufmerksamkeiten, schönen, kleinen, freundlichen Aufgaben, die zum gemeinsamen Wohlfühlen einladen. Also das ist was richtig Harmonisches für die Festtage. Und dann, ach ja, wollte ich Ihnen schnell noch zwei, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, zwei Bücher vorstellen, die wunderschöne Bilder und Zeichnungen enthalten. Von Jostein Gardner, Fragen, Fragen, sozusagen philosophische Fragen für Kinder, aber auch Erwachsene müssen da ganz schön grübeln, wenn sie eine gescheite Antwort geben wollen. Kann mir ein anderer Mensch ebenso wichtig sein, wie ich es mir selber bin? Wieso kann ich überhaupt sprechen? Wieso kann ich genau die Wörter, die ich brauche, aus dem großen Wortschatz in meinem Kopf heraussuchen? Was ist das Beste und Wichtigste im Leben? Ja, da kann man dann mal ein bisschen während der Feiertage drüber nachdenken. Ein Hase auf Reisen von Willy Pugner für 20 €. Wunderschön zusammengestellte, ein wenig surrealistische Bilder. Das ist was für all diejenigen, die ästhetische Bilderbücher auch gerne anderen Erwachsenen schenken. Kostet 20 €. Von Jostein Gardner, die Fragen fragen, kostet 10 €. So, und jetzt wünsche ich Ihnen fröhliche Festtage. Tschüss, Ihr Ulrich Behr.